Die Jungs haben mich hier direkt gut aufgenommen. Wir waren jetzt gerade beim Mittagessen, da konnte ich alle mal ein Stück weit kennenlernen. Haben ja glücklicherweise einen Nachmittag frei heute, sodass ich auch die Zeit da investieren kann, um auch, ja, sag ich mal, mich auszutauschen. Gerade auch vielleicht, was nicht so gut lief, was gut geklappt hat überhaupt, wie die Typen sind hier. Von dem her ist es bisher sehr positiv. Es war für mich klar, dass ich nur etwas Neues mache, wenn sich die Gelegenheit aufbietet, das quasi mit der Heimat verbunden ist. Und dann hatte KSC angerufen und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich hier helfen möchte, dass ich mit meinen Qualitäten hier dazu beisteuern will, dass wir die Liga halten. Ja, ich glaube, einer, der bis zum Abpfiff den Platz beackert, der aber auch dazu in der Lage ist, fußballerische Qualität reinzubringen, der versucht, ein Spiel mit zu dirigieren, der, glaube ich, omnipräsent sein möchte und allgemein, der sehr aktiv ist auf dem Platz. Ja, was soll ich in die Mannschaft bringen? Ich soll, glaube ich, insgesamt einfach dafür sorgen, dass wir stabiler werden, dass wir versuchen, so schnell wie möglich viele Punkte zu holen, um eben nicht mehr allzu lange in dieser Tabellenregion zu fahren. Gleichzeitig ist aber nicht so, dass ich hierher komme und sage, ich bin der Messias. Ich glaube, ich weiß um die Schwere der Aufgabe. Ich weiß, wie es ist, in der zweiten Liga Fußball zu spielen. Ich habe viele Spiele dieses Jahr schon vom KSC auch verfolgt. Wie gesagt, ich bin seit meiner Kindheit Fan dieses Vereins und habe da natürlich dann auch gesehen, was für eine Qualität die Jungs aber hier auch alle haben. Ne? Und da gilt es einfach, dass ich da mithelfe, die komplett abzurufen, sei es durch einen Konkurrenzkampf, den ich anhebe. Oder durchs Mitwirken in der Kabine oder irgendwas. Von dem her glaube ich und bin guter Dinge, dass wir unser Saisonziel auch schnell erreichen können. Ja, ich glaube, es war an der Zeit, dass jetzt endlich der Stadionneubau mal durch ist. Ich glaube, die Stadt braucht es. Ich glaube, man hat hier eine super Fanbase, die jahrelang auch zu dem Verein gehalten hat, egal welche Liga er gespielt hat. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr Potenzial vorhanden ist. Und ich glaube, da ist so ein Stadionneubau oder Umbau ganz wichtig. Und allgemein war es so, früher gab es noch das Rondell, wo wir uns umgezogen haben. Ich habe gehört, das ist glücklicherweise abgerissen worden. Ja, die anderen Begebenheiten, bin ich ehrlich, muss ich mir jetzt erstmal anschauen, wenn wir wieder zurück sind. Weil es war schon so, dass ich natürlich selbst als aktiver Fußballer wenig Zeit hatte, da beim KSC mal wieder eine Sightseeing-Tour zu starten. Aber ja, ich glaube, dass vieles in die richtige Richtung geht und dass man eben auch gerade mit dem Stadionbau da in die moderne Zeit mit einsteigt, ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, also zusammengespielt mit jemand habe ich noch nicht, aber man kennt sich natürlich, Stiefler, Gordon, einfach weil man immer aufeinander getroffen ist, auch Pissot etc. Von dem her, ich habe mich natürlich informiert, wie die Jungs so ticken, die ich eben noch nicht so gekannt habe, aber da ist durchweg positiv an mich herangetragen worden, wie die Stimmung hier ist. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Weil, ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn du in so einer Situation steckst und es geht um Nichtabstieg, dass du dann ein intaktes Team, das brauchst du einfach. Und wenn es da Querelen gibt, wäre das, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Deswegen, das war mit ein Grund, weshalb ich natürlich gesagt habe, okay, hier passt es anscheinend, da will ich mithelfen.